auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Herzlich willkommen, liebe Gäste hier im VIP-Raum und draußen im Clubheim zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen den SSV Reutlingen. Ergebnis bekanntermaßen 1:3. Erster nun der SSV Reutlingen und 16. der SV Spielberg. Reutlingen deswegen erster, weil dieser Punktabzug noch nicht rechtskräftig ist. Theo. Bei mir sind die beiden Trainer. Theo Ruß, herzlich willkommen hier in Spielberg. Und zu meiner Linken natürlich nicht Tobias Winder, unschwer zu erkennen, sondern es ist unser Co-Trainer und Stürmer Edmund Kaplani. Theo, für mich gab es zwei entscheidende Szenen, die schnelle Führung und der schnelle Gegentreffer, oder? Ja, das stimmt. Ich finde es aber trotzdem, dass das Spiel an sich ziemlich ausgeglichen war, dass die Zuschauer ein gutes Spiel auch gesehen haben. Wir haben es geschafft, in Führung zu gehen. Ja, innerhalb von ein paar Minuten hat Spielberg dann zwei riesen Chancen gehabt. Da müssen wir das Zentrum viel, viel besser dann schließen, dass solche Situationen nicht mehr vorkommen. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit auch mehr Ballkontrolle gehabt haben, was in der zweiten Halbzeit nicht mehr der Fall war. Wir haben dann von Anfang zweiter Halbzeit ziemlich müde gewirkt und dann ist Spielberg viel besser ins Spiel gekommen. Sie haben sich auch viel, viel besser auf dem Platz gefunden. Die Halbpositionen waren ziemlich frei und dadurch haben sie auch Tiefe gehabt. Aber mit der Einwechslung, wir haben dann den zweiten Sechser reingebracht und wir haben dann geschafft, wieder Ruhe rein zu bekommen. Am Ende hätten wir vielleicht auch die Chance gehabt, noch ein, zwei Tore zu machen. Im Großen und Ganzen ist das Spiel von unserer Seite, wir haben das Spiel von verdient gewonnen. Dankeschön. Danke. Edmund, du als Vertreter von Tobias Winder heute hier. Es ist wie in den vergangenen Spielen gewesen. Wir verschlafen immer den Beginn der Spiele. Woran liegt das? Ja, woran liegt das? Das versuchen wir Woche zu Woche abzustellen, aber leider hat heute wieder uns wieder erwischt nach der dritten Minute. Und am Ende des Tages zählen nur die Punkte und heute haben wir keine Punkte, obwohl ich ein Kompliment machen kann auf unsere Mannschaft, die haben heute wirklich ein gutes Spiel. Am Ende, so wie auch Theo gesagt hat, am Ende war auch verdient, weil wir haben uns nach 3-1 viel offensiver agiert und versucht noch vielleicht den Anschlusstor zu machen. Und hätte das Spiel auch vielleicht das 4-1, 5-1 auch ausgehen können. Aber bis dahin, bis zu 1-1 haben wir wirklich gut gespielt. Und wenn wir da nochmal konzentriert weitergespielt hätten, hätten wir vielleicht das Spiel noch gedreht. Edmund, wäre es vielleicht besser gewesen, du hättest dich nach dem 1:2, nicht erst nach dem 1:3 eingewechselt. Ja, das war auch der Plan. Das habe ich den Jungs auch in der Halbzeit gesagt. Lass uns nochmal die Spiel auch in Spannung halten, dass ich halt vielleicht reinkommen kann, vielleicht irgendwas versuchen, vielleicht noch ein Tor zu machen. Ne? Aber nach 3:1, dann war wirklich zu spät. Okay. Theo, ihr seid jetzt ganz vorne dabei. Das Ziel ist sicherlich, im Meisterschaftskreis mitzuspielen. Das Ziel ist, da vorne mitzumischen. Das heißt nicht, dass wir jetzt aufsteigen müssen. Wir müssen das Ganze Schritt für Schritt nehmen und wir sind auf einem guten Weg jetzt. Und dann bedanke ich mich, lieber Theo, alles Gute, viel Erfolg weiterhin, gute Heimreise und Edmund, dir natürlich noch das nächste Debüt etwas erfolgreicher als heute. Alles Gute, es wird ein schwerer Weg, das wissen wir, aber gemeinsam werden wir es schon schaffen. Vielen Dank, das war die Pressekonferenz nach dem Spielberg gegen den SSV Reutlingen. Schönes Wochenende, gute Heimreise, vielen Dank, tschüss. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.